Na ihr, wie geht es euch? Wir haben jetzt ja mittlerweile fast schon den Sommer und dementsprechende Temperaturen und ich wollte mich in der Zwischenzeit mal melden, weil es schon nun jetzt glaube ich 2 Monate her ist, seitdem ich das letzte Video als Let's Play an sich hochgeladen habe und wollte hier an dieser Stelle nur kurz informieren, dass es dieses Let's Play auch weiterhin geben wird, aber wenn sich die Temperaturen ein bisschen beruhigt haben. Ich muss für dieses Spiel nämlich zum Beispiel die PlayStation 4, 2 Monitore, den PC noch dazu anhaben und das erzeugt einfach irrsinnig viel Wärme. Und wenn man die Temperaturen aktuell betrachtet, naja, bei uns wird es jetzt im Moment wärmer, sogar bis zu 34 Grad in dieser Woche. Da kann man sich schon denken, dass das jetzt nicht angenehm ist, sich vor dem PC hinzusetzen, mal 20 Minuten durchzuschwitzen, nur um dann später noch ein Video zu bearbeiten, nur um es hochzuladen. Also ich finde, dass das nicht sehr angenehm ist und damit möchte ich auch meine Videos jetzt nicht wirklich verbinden. Was euch aber auf jeden Fall vermutlich aufgefallen ist, ist, dass ich in der letzten Zeit vermehrt Age of Empires streame. Das hat einfach den folgenden Grund, dass ich dieses Spiel noch nie also per Kampagne gespielt habe und somit mir auch eine extra Challenge machen wollte mit dem extremen Schwierigkeitsgrad. Das eignet sich eher für Streams als für Videos und das ist so gesehen jetzt mein Plan, bis der Sommer vorbei ist, weil Streamen ein bisschen erträglicher ist als Videos zu produzieren. Ja, es klingt komisch, ist aber in meinem Fall so. Und hinzu kommt nach toll Deutsch. Hinzu kommt noch, dass ich privater Natur viele Dinge zu erledigen hatte und noch immer teilweise habe und hier somit einfach kein Platz dafür da ist, sich noch länger irgendwie hinzusetzen, nur um ein Let's Play aufrechtzuerhalten. Wie gesagt, das Let's Play wird es weiterhin geben, wenn sich aber die Temperaturen ein bisschen beruhigt haben und allgemein meine Situation ein bisschen. Bis dahin wird es Streams jedoch geben, weil mir das einfach Spaß macht, auch mit meiner Community zu interagieren. Aber wie ihr schon gemerkt habt, passiert das nicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag, sondern je nachdem, wann ich einfach eben diese Zeit aufbringen kann. Und in dieser Zeit möchte ich mich ablenken, mich entspannen und das geschieht auch in Anwesenheit meiner Community. Es gibt viele Dinge, die sich gerade auf YouTube und in Bezug auf Datennutzung und vieles mehr ändert. Und bevor jetzt irgendwelche Fragen zu meiner Meinung dazu auftauchen, möchte ich an dieser Stelle einfach nur sagen, dass ich mich von dieser Thematik eigentlich fast komplett abkapsle, weil gewisse Dinge, die auf YouTube und Videoproduzenten und vieles mehr einfach logisch für mich nachzuvollziehen sind und diese Entwicklung auch vorhersehbar war. Und ich daran im Moment nichts auszusetzen habe und mich das im Prinzip schon wieder im Prinzip eigentlich nicht wirklich im Moment sonderlich interessiert, weil es ist einfach so. Mich interessiert das einfach nicht, wie sich das alles jetzt im Moment entwickelt, weil ich gewisse andere Dinge zu erledigen habe. Und mein Tag ist komplett ausgelastet mit privater Natur, als dass ich mich noch hier über irgendwelche Internetsachen aufrege und irgendwelche Meinungen aufstelle zu irgendwelchen virtuellen Dingen, die eventuell doch nicht auftreten werden, so wie es die meisten im Moment propagieren. Wenn ich jetzt schon mal Stichwort sage, Zerstörung des Internets, sollte es jedem klar sein, worum es geht. Aber wie gesagt, von mir wird es hierbei keine Meinung dazu geben, weil ich im Moment einfach nur beobachte, wie viele auf Sensation aus sind und nicht mehr auf, wie soll ich das jetzt erklären? Sensation ist im Moment das Pipapo, statt sich einfach wirklich auf seine eigenen Videos zu konzentrieren und einfach irgendwas Kreatives zu erstellen. Nee, es geht vielmehr darum, einfach wieder Klicks mal zu generieren und einfach nur Feuer zu schreien, obwohl keins da ist. Und deswegen wird es, wie gesagt, zu dieser Hinsicht jetzt keine Meinung von mir geben und das werde ich auch in meinen Streams auch nicht irgendwie weitergeben oder irgendwie in meinen Streams dann doch meine Meinung irgendwie jetzt dazu äußern. Also da wollte ich einfach schon euch ein bisschen so gesehen informieren, dass ich mich da einfach komplett abkapsle und mich diese virtuelle Beef-Geschichten und alles im Moment ziemlich anwidern und ich einfach mittlerweile merke, dass ich einfach vermutlich dafür einfach zu alt werde. Und ich mich davon einfach distanziere und einfach nur meinen Spaß mit meiner Community hier auf dieser Plattform haben möchte. Das sollte eigentlich nur ein ganz kurzes Video werden. Jetzt sind wir schon fast bei 5 Minuten. Ich würde an dieser Stelle einfach sagen, wir sehen uns in einem neuen Video von mir, wenn das irgendwann mal folgen sollte.
Was ich zwar jedoch wirklich glaube, weil ich auch in der letzten Zeit mir eine Spiegelreflexkamera besorgt habe und schon ganz aufmerksam Wolken beobachte und diese auch fotografiere. Sollte es also zu irgendwelchen interessanten Phänomenen kommen, irgendwelchen interessanten Wolkenkonstellationen, werden diese von mir vermutlich dokumentiert werden und in irgendein schönes Video verpackt. Aber mehr kann ich an dieser Stelle und zu diesem jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Wir sehen uns in einem nächsten Video von mir. Alles Gute und bis dann!